Darf ich vorstellen, das hier bin ich. Ich bin gerade aufgestanden, weiß noch nicht, wo hinten und vorne ist und laufe absolut auf Autopilot. Jede Bewegung hier mache ich jeden Morgen und ich denke keine Sekunde drüber nach. Denn dieser Ablauf ist Gewohnheit. Das sind die kleinen Dinge, die wirklich große Unterschiede machen. Und das Gute darin ist, dass wir selbst beeinflussen können, was wir uns angewöhnen. Wenn wir etwas oft genug und regelmäßig genug tun, dann geht dieses Verhaltensmuster in unser Unterbewusstsein über. Dann kann es ziemlich mühelos und automatisch von uns ausgeführt werden. Wie lange es dauert, bis so etwas wirklich zur Gewohnheit wird, ist individuell und umstritten, aber man sagt, dass es in der Regel zwischen 20 und 60 Tage braucht. Als ich meinen Körper in 100 Tagen transformiert habe, fiel mir auf, dass es mir nach circa 2 Wochen nicht mehr so schwer fiel, zum Sport zu gehen, und auch bei vielen anderen Selbstexperimenten, die meinen Lebensstil radikal umgekrempelt haben, erfolgte das alles viel schneller, als ich dachte. Doch die Dinge, die mein Leben wirklich verändert haben, sind viel kleiner. Hier sind meine Top 10 Gewohnheiten in aufsteigender Reihenfolge. Das heißt, Platz 10 hat mein Leben positiv beeinflusst und Platz 1 hat es wirklich um 180 Grad komplett gedreht. Nummer 10, keine Nachrichten mehr. Vor einiger Zeit wollte ich mal ein Video machen, wo ich 30 Tage lang auf diese typischen News verzichtet habe. Ich habe alle Nachrichtenseiten auf Social Media blockiert, dann nehme ich die sonst immer her, und Radio hören, Zeitung lesen oder Fernsehen tue ich sowieso nicht. Die typische Nachrichtenmeldung heutzutage sieht so aus. Breaking News, alles ist schlecht und du bist es auch. Und surprise, surprise, mir gingen die Nachrichten absolut nicht ab und ich fühlte mich wesentlich besser. Negativität verkauft sich halt und das ist halt das Geschäftsmodell der meisten Nachrichtenoutlets, aber ich sehe in meinem Leben wirklich absolut keinen Mehrwert mehr darin, das Ganze zu konsumieren, und selbst nach diesem Experiment, was dann schlussendlich doch kein Video wurde, habe ich das nie mehr geändert. Nummer 9, Spaziergänge. Was soll ich sagen? Das tut mir einfach gut. Oft, wenn ich nicht weiterkomme oder frustriert bin, gehe ich einfach raus und das ist dann die Lösung. Ich versuche auch jeden Tag 10.000 Schritte reinzukriegen. Ich sitze halt ziemlich viel und deswegen ist mir das wirklich wichtig. Nummer 8, To-Do-Listen und Zeitblöcke. Das ist meine geheime Produktivitätsangewohnheit, obwohl die alles andere als geheim ist. To-Do-Listen sind halt der älteste Trick im Buch. Die sind super simpel, aber super effektiv. Meistens mache ich das auch mit Zeitblöcken. Damit geht es meiner Erfahrung nach noch besser. Mir persönlich hilft es zu sehen, wann ich was zu tun habe, weil ich das sonst einfach vergesse. Ich mache das auch meistens am Tag davor, und das alles sozusagen da reinzupressen, hilft mir auch dann abzuschalten, wenn ihr wisst, was ich meine. Nummer 7, Notifikationen und Bildschirmzeit. Jetzt kommen wir langsam zu den Gewohnheiten, die mein Leben wirklich grundlegend verändert haben. Diese Gewohnheit ist ultra simpel und ultra klein, dafür müsst ihr einfach Folgendes tun. Ich habe auf meinem Handy die Push-Benachrichtigungen von allen Apps außer WhatsApp und Telefonanrufen ausgeschaltet. Und mein Leben war noch nie so friedlich. Push-Notifikationen holen einen immer wieder ans Handy und man stoppt immer wieder das, was man gerade tut, um aufs Handy zu schauen, und ich persönlich pack das einfach nicht. Außerdem Bildschirmzeit. Beim iPhone kann man sich Limits für bestimmte Apps einrichten und man wird danach einfach aus diesen Apps ausgesperrt. Man kann dann normalerweise mit einem Code wieder rein, aber ich persönlich weiß diesen Code einfach nicht, weil ihn immer jemand anderer für mich einstellt. Das heißt, ich bin dann wirklich aus diesen Apps ausgesperrt und kann halt wirklich nicht mehr rein, auch wenn ich wollte. Ich habe zum Beispiel ein 10-Minuten-Limit für Instagram und ein 30-Minuten-Limit für YouTube. Das führt auch dazu, dass ich besser aufpasse, was ich konsumiere, weil ich diese Zeit weise nutzen will. Und zweitens führt es halt dazu, dass ich nicht zu viel konsumiere, weil ich kann mich dann nicht zurückhalten. Ich habe absolut keine Selbstbeherrschung. Und deshalb muss ich zu solchen Methoden greifen. Nichts ist einfacher, als in dieses Social-Media-Loch zu fallen. Und außerdem führt das Ganze dazu, dass mein Handy schlussendlich nicht so attraktiv für mich wirkt. Und deswegen bin ich einfach weniger am Handy. Und das ist gut. Nummer 6. Langeweile. In der heutigen Welt hat man so viele Möglichkeiten, sich abzulenken, dass einem quasi nicht mehr langweilig ist. Als Kind war mir jeden Tag langweilig in der Schule, und deshalb habe ich dort immer so Tagträume gehabt und habe halt meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Und genau das muss ich heute tun, ein Jahrzehnt später, um Videokonzepte aufzustellen. Meine besten Ideen habe ich meistens, wenn mir langweilig ist, und deshalb versuche ich oft, mich absichtlich zu langweilen. Das Ganze ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Ich versuche meistens spazieren zu gehen, ohne Handy und ohne Musik, ohne Podcasts, und das ist verdammt langweilig, da komme ich immer auf gute Ideen. Oder ich fahre Auto, ohne Handy, ohne Radio, ohne Musik, das funktioniert auch gut. Außerdem, wenn mir eine halbe Stunde so langweilig war, macht alles danach viel mehr Spaß, auch wenn das Aktivitäten sind, die eigentlich gar keinen Spaß machen sollten. Einfach weil das alles viel stimulierender ist als das, was ich davor gemacht habe. Das ist vielleicht etwas weird, aber ich persönlich finde es für mich super wichtig und vielleicht für den einen oder anderen von euch. Nummer 5, erst beginnen, dann denken. Okay, die nächsten zwei Gewohnheiten sind so eine Art Denkmuster, die kann man sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen, und die haben bei mir wirklich riesige Unterschiede gemacht, also wirklich geisteskrank. Wie die meisten habe ich immer auf den richtigen Moment gewartet. Ich wollte Ewigkeiten hier Videos auf YouTube machen, aber ich wusste nie, worüber ich Content machen soll. Bis ich dann beschlossen habe, einfach irgendetwas zu machen und zu schauen, wie es ankommt. Und durch jede Menge Trial and Error habe ich dann eine grobe Idee bekommen, was ich eigentlich machen will, obwohl ich es
jetzt quasi schon machte. Auch heute experimentiere ich noch gerne mit meinem Content, aber alles, was bis jetzt veröffentlicht wurde, wäre nie veröffentlicht worden, wenn ich immer noch auf den richtigen Zeitpunkt warten würde. Der passiert halt leider wirklich nie und man kann so viel drüber nachdenken und so viel planen, wie man will. Am meisten lernt man wirklich, wenn man einfach macht, dann fehlschlägt und dann nochmal macht. Und das bestenfalls über einen sehr langen Zeitraum und sehr oft in einer sehr geringen Zeitspanne. Meine besten Videos entstanden aus Ideen, wo ich zugegebenermaßen nicht zweimal drüber nachgedacht habe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man einen Impuls verspürt, man einfach beginnen sollte zu handeln, bevor man das alles totdenkt. Nummer 4. Regelmäßigkeit über allem. Seit über einem Jahr kommt jeden Sonntag hier um Punkt 13 Uhr auf diesem Kanal ein Video online. Denn vor über einem Jahr habe ich begonnen, Regelmäßigkeit ernster zu nehmen als alles andere. Ich wollte immer bessere Videos machen, aber ich wusste nie so richtig, wie ich das anstellen soll. Ich dachte immer, ich brauche dieses eine krasse, ultra große Video, was danach alles verändert. Doch dann habe ich einfach den Pakt mit mir selbst geschlossen, jede Woche ein Video zu veröffentlichen und das markiert den Zeitpunkt, wo es angefangen hat, besser zu werden. Oft hat mich das Ganze wahnsinnig gestresst. Oft wurden die Videos nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte, aber ich habe mich trotzdem gezwungen, diese zu veröffentlichen und das hat gefühlt den Fortschritt verhundertfacht. Ich habe mich immer gefragt, wie Leute, die richtig gut in irgendetwas sind, richtig gut darin werden und die Antwort ist einfach, dass diese Leute das richtig oft machen. Regelmäßig über einen langen Zeitraum. Und dasselbe versuche ich mit diesen Videos auch zu machen. Es gibt keine Abkürzung, das ist ein langer Prozess, aber seitdem ich bei Sachen wie YouTube oder Training vermehrt auf die Regelmäßigkeit achte, desto leichter fallen mir diese Dinge und desto mehr Erfolge hatte ich darin. Nummer 3, Schlaf. Wir sind unter den Top 3 Gewohnheiten, diese werden auch The Big Three genannt. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was die sein werden. Die sind halt wirklich die Grundlage für alles und wenn mir irgendetwas in meinem Leben heilig ist, dann ist es mein Schlafrhythmus. Ich gehe jeden Tag circa zur selben Uhrzeit schlafen und stehe circa zur selben Uhrzeit wieder auf und versuche halt 7 bis 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Seitdem mir das wichtig ist und seitdem ich das schaffe, ist mein Leben unendlich mal besser. Ich bin halt fast nie müde und habe genügend Energie und das ist halt ein harter Luxus. Früher hatte ich diese ich kann schlafen, wenn ich tot bin Einstellung. Ich dachte, je weniger ich schlafe, desto besser, weil dann kann ich mehr machen und mehr arbeiten und sonst noch was. Doch meine Lebensqualität und auch meine Leistungsfähigkeit litt da so geisteskrank drunter, dass ich das halt relativ schnell wieder über Bord geworfen habe. Ich weiß, dass manche Arbeitssituationen so einen Schlafrhythmus nicht zulassen. In dem Fall würde ich einfach versuchen, trotzdem genügend Schlaf zu bekommen. Nummer 2, Ernährung. Damit meine ich nicht mal diese super gesunde Ernährung, sondern einfach nur die Gewohnheit, ein wenig auf seine Ernährung zu achten und sich dafür zu interessieren, was da eigentlich drinnen ist. Ich selbst bin nicht unschuldig, ich esse auch oft Fastfood und Burger und solche Sachen, die schmecken halt wirklich verdammt gut, aber einfach sich selbst ein bisschen Grenzen zu setzen und seine Ernährung ein bisschen im Blick zu haben, macht halt wirklich einen großen Unterschied. Eine gewisse Ernährungsroutine zu haben, also einfach so Gerichte zu haben, die einem schmecken und nicht ganz ungesund ist, macht wirklich was aus und hat zu meinem Wohlbefinden wirklich viel beigetragen. Und Nummer 1, wie könnte es anders sein? Sport. Ich war immer ungeschickt, immer der, der am langsamsten gelaufen ist und auch immer der, der als letztes gewählt wurde. Mit 17 oder 18 Jahren habe ich dann begonnen zu trainieren und das war die Entscheidung, die mein Leben am allermeisten verändert hat. Hundertprozentig die wichtigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Sport war das, was mir Selbstbewusstsein gab, was mir gezeigt hat, dass ich die Kontrolle habe und Sport hat mir klar gemacht, dass wenn ich etwas lang genug tue, ich gut darin werden kann, auch wenn ich es vorher nicht war. Regelmäßig einfach nur Sport zu machen, ist die Nummer 1 Gewohnheit, die mein Leben verändert hat und ich bin mir zu 100% sicher, das ist bei jedem von euch auch so. Was sind eure Top-Gewohnheiten? Denkt ihr, ich habe irgendwas vergessen? Lasst mich gerne wissen, wie euch solche Videos gefallen. Viele von euch haben sich mehr in die Richtung Persönlichkeitsbildung gewünscht und deshalb habe ich versucht, mal so ein Video auszuprobieren. Also bitte gebt mir Feedback, es würde mir unfassbar helfen. Bleibt gesund und mögen alle eure Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace.